Vom 19. bis zum 21. Februar 2016 wird diese Bühne hier von der Freizeitstätte Garrath wieder mal zum Hotspot für Tanz, Musik und Theater. Die 8. Kinderkulturtagen finden hier statt. Der Wettbewerb Kinderkulturtage Düsseldorf, der dieses Jahr zum 8. Mal stattfindet, wurde von der Bildungszentrum Kindtop und der Bürger- und Kulturhaus-Freizeitstätte Garrath ins Leben gerufen, um Kindern und Jugendlichen eine Bühne zu geben, auf der sie sich künstlerisch ausdrücken und präsentieren können. Das Ziel des Festivals ist, dass die Kinder und Jugendliche die Möglichkeit erhalten, Kultur für sich zu entdecken. Das Festival ist inzwischen weit über Düsseldorf hinaus bei den Jugendlichen bekannt und beliebt. Und viele wollen auch in diesem Jahr wieder mit dabei sein. Stellen Sie sich mal vor, 2015 nahmen 650 Jugendliche an 132 Präsentationen teil. Und bald werden sich viele hundert Jungen und Mädchen aus Düsseldorf wieder treffen, um zu zeigen, was sie können. Wir freuen uns auf folgende Präsentationen: Tanz mit Folklore, moderne Tanzgruppen und Breakdance. Theater, Comedy und Clownerie, Gesang, Solisten, Gruppen und Chöre, Instrumentalmusik, Solisten, Bands und klassische Musikensembles. Also es ist ein unglaubliches Gefühl, es ist sehr, sehr aufregend, ich zitter immer noch davon. Und wir haben uns so sehr gefreut, es ist so ein schönes Gefühl, das kann man nicht beschreiben, es ist einfach nur unglaublich. Ganz besonders freuen wir uns auf die vielen Gruppen und Solisten aus ganz Deutschland, die zu uns nach Garrath extra zum Festival anreisen. Fast alle werden ganz viel Lampenfieber haben und sehr aufgeregt sein, einmal vor vielen hundert begeisterten Zuschauern im Arena-Saal auftreten zu können, und werden alles geben, um die erfahrenen, aber auch kritischen Jurymitglieder für ihren Auftritt zu begeistern. Ich finde es immer spannend und interessant, wie mutig die Kinder sind und die Jugendlichen, sich dieser Aufgabe zu stellen, dafür zu üben und das auch vor diesem Riesenpublikum zu zeigen. Ich finde das faszinierend und es war eigentlich immer etwas dabei, wo man sagt, super. Vor dem Festival trafen wir den neuen Schirmherrn der Kinderkulturtage, Andreas Rimkus. Er ist eine ganz wichtige Person in Düsseldorf und ist seit vielen Jahren Mitglied im Deutschen Bundestag. Vor allem aber begeistert er sich für junge Menschen und versucht viel für uns zu tun. Dafür setzt er sich in der Bundesregierung engagiert für uns ein. Was mir wichtig ist zu sagen, dass ich daran arbeite, dass wir endlich die Kinderrechte ins Grundgesetz bekommen. Es muss klar sein, dass die universellen Rechte der Kinder, dass die an einer Stelle präsentiert werden, wo es wirklich prominent ist, und das ist das Grundgesetz. Das fehlt noch und daran arbeiten wir. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich begleiten würdet auf diesem Weg. Bei den Kinderkulturtagen nehmen ja ganz viele Jungen und Mädchen teil, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind. Halten Sie das für gut? Ja, das finde ich total klasse. Also ich meine, das ist sowieso schön, Kultur zu erleben aus aller Herren Länder. Und das Schönste ist, die Kultur aus aller Herren Länder in Düsseldorf zu erleben. Und ich finde das eine ganz tolle Geschichte, die er da macht, dass er den Mädchen und den Jungs, die eben auch zu uns gekommen sind, die Möglichkeit bietet, von zu Hause aus ihre Kultur mitzubringen und sie uns zu zeigen. Ich freue mich da sehr drüber. Ich weiß auch, dass wohl erstmals auch Flüchtlingskinder dabei sind. Darüber freue ich mich am allermeisten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch hier in Garrath. Vorhang auf, Licht an für die 8. Kinderkulturtage in Düsseldorf.